Manche Regisseure haben's echt nicht leicht. Nehmen wir als Beispiel Pascal Laugier, der den großartigen Streifen Martyrs inszeniert hat und jetzt mehr oder weniger dabei zuschauen musste, wie sein Film ein US-Remake bekommen hat, während er gleichzeitig ebenfalls in Amerika irgendwelche womöglich seichteren Filme drehen muss. Das sage ich allerdings in dem Sinne tatsächlich nur anhand der, Altersfreigabe des Films, was ja mehr oder weniger tatsächlich das Nummer 1 Qualitätskriterium ist, wenn man Leuten glaubt, die auf Facebook zwar mit Tastatur, aber ohne Gehirn unterwegs sind. Ghostland ist Laugiers neuester Film, der hierzulande von Cape Light erscheint, wie die großen Top-Titel von ihnen üblich, nicht nur als Standard-Edition, sondern auch im Mediabook und im Blu-ray-Steelbook. Diesmal habe ich mir natürlich, weil ich einfach die Cape Light Collection nach wie vor komplett haben möchte, und wir können ganz ehrlich da jetzt einmal gerne noch einmal einen Blick drauf werfen, welche Titel sie bislang veröffentlicht haben. Und ja, ich habe tatsächlich jeden einzelnen davon in meiner Sammlung, inklusive Kato's Land, zu dem ich am Freitag einen umfangreichen Blu-ray-Check hier auf dem Kanal gepostet habe. Und deswegen ist es natürlich klar, wenn Cape Light einen neuen Titel im Mediabook veröffentlicht, dann muss der auch zu mir. Und ich habe, ehrlich gesagt, auf YouTube einen Kommentar bekommen von einem Zuschauer, der gemeint hat, ihm gefällt das Mediabook-Artwork sehr gut, bis auf den Titelschriftzug, der irgendwie billig wirkt, als hätte man den nachträglich mit Paint hineingeklatscht. Ich persönlich finde das irgendwie überhaupt nicht. Ich finde, der Titelschriftzug passt hervorragend. Dieser Pinselstrich-Look sieht wirklich cool aus und es passt eigentlich, finde ich, ganz gut zum Artwork. Vor allem finde ich wunderbar, dass Cape Light wieder mal dieses großartige Lederfinish verwendet hat, von dem ich persönlich ein riesengroßer Fan bin. Außerdem dieses halb weinende Gesicht mit dem Lippenstift der Königin aus Alice im Wunderland. Außerdem das Gesicht ein klein bisschen zerbrochen. Ich kenne diesen Anblick, aber bei mir zerbricht meistens nicht das Gesicht, sondern der Spiegel. Wenn ich reinschaue, ist das Ganze ein wirklich cooles Bild und eigentlich ein wirklich cooles Frontcover-Artwork, auch wenn es ehrlich gesagt ziemlich schlicht ausgefallen ist. Über den Spine mit natürlich demselben Titelschriftzug können wir aufs Backcover wechseln. Hier ein klein wenig Familienporträt von Spinal Tap oder keine Ahnung, haben das Ganze aufgehängt auf einer Wand, die im selben Design ist wie der Rest vom Mediabook, finde ich ebenfalls sehr schick. Vor allem, weil das wirklich als Gesamtbild und als Gesamtüberblick sehr gut passt. Aber ich muss zugeben, bei Cape Light bin ich ehrlich gesagt nicht wahnsinnig überrascht davon, dass das Design überzeugen kann. Auf dem Backcoverblatt, das normalerweise nur auf dem Mediabook liegt, ohne angeklebt zu sein, finde ich ebenfalls toll, weil dann gibt es keine Kleberückstände oder sonst irgendwas, gibt es die Inhaltsangabe, Bilder, technische Details und die Infos zum Bonusmaterial, auch sehr nice. Dafür können wir jetzt mal ins Innere blicken. Da wartet ein einerseits recht gruseliges Bild, sowohl auf der Blu-ray als auch auf der DVD. Nett, dass man hier zwei verschiedene... Puh, jetzt bin ich ein bisschen erschrocken. Bei Cape Light bin ich es eigentlich gewohnt, dass man unterhalb der Disc dasselbe sieht wie jetzt. Ich wäre ehrlich gesagt irgendwie froh gewesen, Chuckys Braut hier irgendwie ansatzweise loszuwerden. Aber nein, sei mir nicht vergönnt. Genauso wie hier, genau, mehr oder weniger die eingelegten Albträume ebenfalls erhalten bleiben. Finde ich, ist tatsächlich auch ein großartiges Innenartwork. Diesmal etwas schlichter als von Cape Light gewohnt, setzt allerdings ebenfalls wieder hier sowohl auf dem Booklet als auch unterhalb der Discs sein Design fort. Sieht, finde ich, wirklich großartig aus und beweist auch genau wieder mal das, was ich vor zwei Tagen im Blu-ray-Check von Kato's Land gesagt habe. Für Cape Light ist ganz offensichtlich jedes Mediabook ein neues Projekt und nicht wie bei anderen Labels einfach etwas, das mehr oder weniger in eine Standard 0815-Vorlage hineinkopiert wird, weil der ganze Satz, das ganze Design, die ganze Aufmachung jedes Mal tatsächlich komplett neu ist. Und das ist auch der Grund, warum ich nach wie vor der Meinung bin, dass die Mediabooks von Cape Light mit die schönsten und besten sind, die wir hierzulande überhaupt bekommen können. Wieder mal ein absolut wunderschönes, hochwertiges Produkt, das uns Cape Light hier liefert und bei dem ich mich extrem freue, dass ich auch das
in meiner Sammlung habe.